So, ich habe wieder einige Gifts bekommen. Fangen wir gleich mal an. Von xxjan112xx. Er sagt, MILFHunters, such noch Member at Alibaba88. Er hat mir ein Medkit für einen Day gegiftet. Ein Respawn-Token von xfailedx. Er sagt, giftet mir Arctic Wolf. Oh. Dann eine K1A von x-freaky-x für 7 Days. Minen für 7 Days von X-Breaker X. Hast du Lust auf 1 gegen 1? Sniper Only, werde ich auch noch machen. Dann von Toxic-Freak, hallo YouTube, sagt er, mach Review von der Chris. Das wird auch noch kommen. Dann von MickKiller19 für einen Day eine 1,94. Er sagt, Review please, das mache ich auch noch. Dann von, das kann ich nicht lesen, Pro-irgendwas. Schreib mir nochmal den Namen, dann werde ich es hinzufügen. Mach, du weißt schon was und das ist eine Scheißwaffe und das sag. Dann noch von Minus-Airflow-Minus für 7 Days Incendiary Bomben. Sag das mir, welche Case giften sollen. Das war es jetzt mit dem Gifter-Video. Nochmal ein kleiner Anhang und zwar habe ich hier nochmal von x-freaky-x an einem 6er2 SAT für einen Day bekommen. Jetzt beginnen wir mit dem Review zur AN94. Ja, hallo Leute, hier ist wieder Ron und der heutige Review wird über die AN94 gehen. Und nebenbei erzähle ich noch was zu der neuen Map, die Nexon vor kurzem rausgebracht hat, über die Hollow Ravine. Ja, die AN94 gehört zur Familie der AK-47 und sieht daher auch ziemlich ähnlich. Am meisten ähnlich sieht sie der AK-74M aufgrund der Farbe und der Form. Die AN94 ist auf jeden Fall eine unterbelichtete Waffe, man sieht sie gar nicht im Game. Weil, obwohl sie eigentlich gut zu spielen ist, wenn man einen hohen Rang hat, weil das hat einiges mit dem Recoil zu tun, wie ich noch später dazu kommen werde. Und zwar ist die Waffe nur für, ja, wie man es halt nimmt, Pro-Gamer gedacht, weil sie halt ziemlich schwer zu spielen ist. Aber wenn man mit ihr spielen kann, ist man auf jeden Fall sehr gut mit ihr unterwegs. Die AN94 hat einen automatischen Modus, wie auch einen Burst-Modus, wobei der Burst-Modus sich zu den anderen Assault Rifles unterscheidet. Und zwar kann die AN94 zwei Kugeln hintereinander abschießen, was natürlich deutlich präziser ist, als wenn noch eine dritte Kugel hinterherkommt, wo dann der Recoil nach oben ziehen würde noch weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich ein Echo Scope dran und ein Extended Magazine 1. Ein Schalldämpfer lässt sich auch dran bauen, den würde ich aber überhaupt nicht empfehlen, da die Waffe ziemlich gut für Long Range ist und der Schalldämpfer dann den Damage-Verlust erstens hervorrufen würde und zweitens ist ein Schalldämpfer überhaupt nicht gut für Long Range gedacht. Der Burst-Modus der AN94 lohnt sich auf jeden Fall für Long Range, aufgrund ihrer hohen Accuracy, wie ich nachher noch dazu komme, ist die Waffe sehr sehr präzise und wenn man sie einzeln tappt, ist auf jeden Fall eine der besten Assault Rifles im Game. Die AN94 hat ein Munitionsverhältnis von 30 zu 90. Ist auf jeden Fall wie bei allen Assault Rifles. Ich würde auf nicht unbedingt einen Extended empfehlen, da die 30 Munitionen genug sind aufgrund des hohen Damages und man nicht so viele Munition verschwendet. Kommen wir nun zum Set der Waffe, und zwar die AN94. Ein Damage von 48 Punkten, der liegt genau gleich mit der AK-47. Ist auf jeden Fall ein sehr starker 3-Hit-Kill. Im Nahkampf ist es auf jeden Fall bei Light Western ein 2-Hit-Kill, was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist. Die Portability ist 55 Punkte, das ist ziemlich schwer. Natürlich rennt man normalerweise nicht mit Assault Rifles rum, aber für dieses Assault Rifle ist es ziemlich viel, da die Waffe einfach ziemlich schwer ist und man eher mit dem Messer rennen sollte. Die Rate of Fire beträgt 70 Punkte. Da muss man sagen, ist das eher ein Nachteil, dass sie 2 Punkte mehr hat als die AK-47, denn dadurch steigt der Recoil der Waffe, weil die Kugeln schneller rausgestreut werden und daher die Waffe auch schwerer zu spielen ist. Ein kleiner Vorteil könnte die Rate of Fire sein im Nahkampf, da man dadurch schneller schießen kann, obwohl man trotzdem tappen sollte, weil Dauerfeuer ist bei der Waffe auch wie bei der AK-47 überhaupt nicht zu bevorzugen, da die Waffe viel zu stark verzieht. Kommen wir nun zum Erstaunlichsten dieser Waffe, und zwar hat die AN94 92 Punkte in der Accuracy. Das ist um einen Punkt mehr als die L15A2 und das ist ein Sniper Rifle. Also kann man schon sehen, dass die AN94 sogar auf Killcreek
den Gegner sozusagen treffen würde. Nur man hätte halt einen schwachen 3 bis starken 4-Kill aufgrund des Damage-Verlusts auf weitere Distanzen. Wenn man mit der AN94 jeden Schuss einzeln tappt, also im normalen Automatikmodus, dann hat man auf jeden Fall sozusagen wie bei einer Sniper fast immer einen Treffer, weil die Accuracy die beste ist von allen Assault Rifles im Game. Der Recoil beträgt 67 Punkte. Wie schon genannt, aufgrund der hohen Fire Rate geht der Recoil um einiges hoch und daher sollte man nie versuchen, schnell zu tappen bzw. darauf weiter zu gehen, weil es ein riesiger Nachteil an der Waffe ist. Der Vorteil der AN94 gegenüber der AK-47 ist, dass man mit ihr besser die Schüsse treffen kann aufgrund des geringeren Spreads und daher auch ein bisschen einen Vorteil hat im Nahkampf. Nochmal zurück zum Scope, und zwar ist es jetzt im Gegensatz zu den anderen Assault Rifles eher entscheidend, welches Scope man nimmt, und zwar ist das ACOG Scope eher empfehlenswert für Long Range, da man damit weiter reinzoomt und daher auch kein Damage Verlust hervorgerufen wird, also kein großer, wobei im Gegensatz zum ITEC Scope, welches natürlich die Aiming Rate der Waffe erhöht, aber den Nachteil hat, dass das ITEC Scope überhaupt kein großer Vorteil ist auf Long Range und man daher eher einen ACOG Scope dran schrauben sollte. Die AN94 wird bevorzugt von russischen Spezialeinheiten verwendet, da sie halt eine Waffe aus Russland ist. Ebenfalls ist gleich von Combat Arms mit der realen Waffe, dass sie nämlich einen Burst-Modus haben mit zwei Kugeln, da die Waffe nur so verwendet werden kann normalerweise. Die AN94 gehört zu den 5 Waffen, bei denen das Magazin, wenn es nachgeladen wird, herausgezogen wird und unten dann gleich wieder ein neues reingeschoben wird. Und zwar sind die anderen Waffen M417, M6A2, die ACR Black Snake, MG36 und die M200. Bei diesen 6 Waffen ist der Reload genau identisch. Wie schon an den Stats gesehen, finde ich persönlich gesehen die AN94 von um einiges besser als die G36, auch schon aufgrund des Damage, da die AN94 immer ein starker 3-Hit-Kill ist. Aber natürlich ist die AN94 eher gedacht für Spieler, die sich mit Waffen auskennen, die hohen Recoil haben. Also auf keinen Fall für Noobs zu empfehlen, da die Waffe viel zu schwer zu spielen ist. Ja, jetzt gehe ich nun aufs Gameplay ein, und zwar die neue Map Hello Ravine. Da gibt es jeweils 2 Straßen, einmal unten lang, die unter der oberen Straße durchführt, und dort drin gibt es 2 Tunnel nach links und rechts nach oben, und so kann man in die gegnerische Base reingucken. Wobei ich sagen muss, bei dieser neuen Map ist man ein bisschen im Nachteil, da sie einfach zu verschneit ist und man auf weitere Distanzen einfach nur den Namen sieht, ansonsten nichts. Ein bisschen klein finde ich die Map auf jeden Fall, weil man hat schon jetzt in den ersten Tagen gesehen, viele SMGs werden verwendet, was wahrscheinlich auch ein großer Vorteil ist. Aber es gibt natürlich, wie Nexon eigentlich gemacht hat jetzt, was auch ein großer Vorteil ist, dass es weniger Camper-Places gibt. Und zwar kann man jetzt eigentlich so gut wie nirgendwo mehr campen, außer in den Tunneln, die man von unten erreichen kann. Da ist aber der Nachteil, dass man selbst aus der Base gekillt werden kann. Und wenn man runterspringt, hat man natürlich den Nachteil, dass man HP verliert. Was natürlich wahrscheinlich von Nexon gewollt war. Also wenn man oben steht, dann kann man zum Beispiel jemanden aus der Base snipen, aber dann muss man wieder rückwärts rauslaufen, um unten durch den Tunnel wieder auf die Straße zu gelangen. Dann gibt es ja eben noch was Neues, was Nexon rausgebracht hat. Und zwar gibt es jetzt diese Skills, die man ab einem bestimmten Rang bekommen kann, wie zum Beispiel Steady Aim, Steady Hand, das ist was für Snipers, und zwar dann wird die Luft angehalten. Das finde ich persönlich gesehen irgendwie einen kleinen Nachteil, und zwar verwendet das Sprint Stamina, und das bewirkt, dass man weniger rennen kann und dabei also das Scope nicht lange halten kann. Ebenfalls gibt es da noch so Skills wie man läuft zum Beispiel ziemlich leise, oder man hört die Schritte der anderen. Und der schlimmste Skill, finde ich, den Nexon gemacht hat, ist, dass man Granaten so weit wie möglich werfen kann.
Das ist halt... Jetzt kann man zum Beispiel über Kill Creek fast über die ganze Map schon eine Nade werfen, was ziemlich unrealistisch ist. Auf jeden Fall empfiehlt sich vielleicht dieses Steady Hand für die Snipers, da das Scope nicht mehr rumwackelt und man dadurch eher eine ruhige Hand hat, aber man sollte nicht zu lang scopen. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine der Review gefallen und die kleine News-Ansage und man sieht sich dann.